Hallo liebe Sportsfreunde bei Goaltaku. Wir machen uns gerade auf dem Weg zum japanischen Rekordmeister. Und wenn man sich mal umschaut, liegt der nicht in irgendeiner großen Metropole, sondern etwas ländlicher, weit im Osten von der Metropole Tokio. In der Tat ist es so, dass man vom Bahnhof Narita, also nicht dem Flughafen, sondern dem zentralen Bahnhof in der Stadt Narita mit dem Zug nach Kashima fahren kann. Es gibt sogar wohl zwischendurch eine Verbindung, die durchfährt. Dies war jetzt nicht der Fall, denn üblicherweise muss man nochmal an einer Gabelung oder an einem letzten Bahnhof vor einer Gabelung der Netzstrecke umsteigen in der kleinen Stadt Yawara. Eigentlich hatte ich vorgehabt, normalerweise oder bisher war es meistens so, dass ich dort eine Stunde noch Zeit verbringen musste, bis der nächste Zug nach Kashima Jingu gefahren ist und ich dementsprechend diese Stunde totschlagen musste in Yawara. Das wollte ich jetzt eigentlich auch hier mit der Kamera machen, aber es passte dann doch gerade, dass ausgerechnet pünktlich der nächste Zug bereitstand zum Umsteigen. Von daher kein Zeitverzug bestand und ich stattdessen die Zeit nutze, um mal zu zeigen, wo man denn hier fußläufig vom Kashima Jingu Bahnhof zum Kashima Soccer Stadium läuft. Denn in der Tat ist es so, dass Kashima, abgesehen von der Industrie, die hier ansässig gewesen ist, auch von den vergangenen Jahrzehnten, dass in Kashima selbst ein bekannter Schrein ist, das sogenannte Jingu, der auch regelmäßig Ausflugsziel ist und auch sehr schön ist. Hätte ich jetzt auch, wenn ich mir die Zeit hätte nehmen wollen, nochmal hier ein paar Bilder von gemacht, aber ehrlich gesagt bin ich jetzt schon auf dem Weg Richtung Stadion und wollte zumindest mal einen Eindruck vermitteln, wo wir uns denn hier bewegen örtlich, wenn wir von Kashima reden und vor allem, wenn wir von dem Heimatort des japanischen Rekordmeisters reden. Ja, ich stelle gerade fest, dass wenn ich den Schienen weiter folge, dass das ein bisschen länger dauern würde aufgrund des Bogens, den ich dann laufe. Deswegen orientiere ich mich jetzt mal an der direkten Straßenverbindung, an der Hauptstraße zum Kashima Soccer Stadium und hoffe, so ein bisschen Zeit einsparen zu können. Vielleicht, um zu der Frage zu kommen, wo der Name herkommt, Kashima. Also Kashima selbst ist in der Übersetzung auf Deutsch die Hirschinsel. Das mit der Insel darf man jetzt nicht überinterpretieren. Kashima selbst ist keine Insel. Aber durch die Trennung von einigen größeren Flüssen, die diese Region ein wenig abtrennen von dem, sag ich jetzt mal, Festland. Es ist zwar auch Festland, aber so eine, so eine Halbinsel. Durch diese Trennung ergibt sich halt diese Formulierung als Hirschinsel. Ob jetzt hier wirklich Großhirsche sind, ursprünglich, weiß ich nicht. Im Kashima Jingu gibt es ein paar so anzuschauen. Ja, da hinten sehen wir auch schon den Fußballtempel zu Kashima. Gebaut ursprünglich als etwa 15.000 umfassendes Stadion im Jahr 1993 fertiggestellt. War es also die erste Arena, die wirklich explizit gebaut wurde, um wirklich nur Fußball zu spielen. Also andere Stadien, auch das Hitachidai, wo wir ja schon waren, das ist ein bisschen älter und hat auch keine Laufbahn zwar, war aber wohl auch für andere Sportarten genutzt worden. Dementsprechend ein ganz tolles Ding, ist dann im Rahmen der Weltmeisterschaft 2002 ausgebaut worden. Und fast jetzt über 40.000 Zuschauer. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, oder auf die Frage zu kommen überhaupt erstmal, warum eigentlich so ein erfolgreiches Team im japanischen Profifußball ja wirklich am hintersten Arsch Japans sich angesiedelt hat, das hängt damit zusammen, dass der eigentliche Mutterkonzern des Teams, oder der früheren Werksmannschaft, damals Osaka verlassen hat und sich hier in Kashima angesiedelt hat, denn hier
gab es so eine, ja, sagen wir mal, kleine Renaissance für die Metallindustrie. Und so hat sich dann dementsprechend dieses Unternehmen mit seiner Mannschaft nach Kashima verabschiedet. War auch nicht abzusehen zum damaligen Zeitpunkt. Das war, ich glaube, 1975, also noch knapp 20 Jahre vor überhaupt der Professionalisierung des japanischen Fußballs. War auch kaum abzusehen, dass die Kashima Antlers nach Gründung der J-League so erfolgreich werden. Denn das Team selbst hat damals in der Vorgängerliga, der Japan Soccer League, also einer semi-professionellen Liga, bestehend aus Betriebsmannschaften oder Werksmannschaften, in der zweiten Division oder in der zweiten Liga gespielt. Das heißt, man ist das einzige Team auch gewesen, das mit Gründung der J-League sich aus der zweiten Liga qualifizieren konnte, da es aus der ersten Liga nicht genug Interessenten gab, um das Teilnehmerfeld zu vervollständigen. Ja, mit der Professionalisierung dann nach Gründung der J-League war es dann unter anderem auch an der Person Siko festzumachen, dass sich Kashima dann als ehemaliger Zweitligist so extrem professionalisierte und auch auf Details achtete. Also eine Anekdote, die ich damals gehört habe, war, dass Siko unter anderem dafür verantwortlich ist, dass überhaupt eine sehr professionell aufgezogene Rasenpflege betrieben wurde hier im Kashima Soccer Stadium. Und auch einige erfolgreiche Brasilianer spielten zum damaligen Zeitpunkt dann bei Kashima Antlers in den Gründungsjahren. Neben Siko, der dann bereits vor der J-League-Gründung hier aktiv war und schon Vorarbeit leisten konnte, über Jorginho, der beim FC Bayern München spielte, bevor er nach Japan ging. Und aufgrund dieser erfolgreichen Zeit unter einigen brasilianischen Spielern, die ich jetzt namentlich nicht groß erklären brauche, weil es auch einige, sag ich mal, Japan-spezifische Fußballgrößen gewesen sind, die man jetzt nicht unbedingt kennt, war es dann so, dass also auch die Fankultur sich sehr brasilianisch orientierte. Das werden wir vielleicht nachher ein wenig hören bei den Fangesängen. Und da sind wir auch schon auf der Hauptzufahrtsstraße zum Kashima Soccer Stadium. Drumherum fächern sich jetzt die Parkplätze auf, weil wirklich aufgrund dieser abgelegenen Lage des Stadions man dementsprechend auch viele Leute hat, die mit dem Auto kommen. Es ist auch aufgrund der schieren Größe des Stadions eigentlich selbsterklärend, dass nicht alle Fans hier aus der Region kommen. Also ich glaube, es gibt wenige Vereine, die eine größere verbreitete Fanbasis haben, auch um Tokio herum. Also gar nicht mal zwingend in dieser ländlichen Region hier, sondern die wirklich aus der Großstadt hier rüberfahren und sich die Spiele der Antlers angucken. Ja, vorm Stadion fest installiert. Man sieht es auf der rechten Seite, sind einige Fressbuden. Das habe ich jetzt auch bislang noch in keinem Stadion hier gesehen in Japan, was dann meistens über Foodtrucks geregelt wird. Und auch hier drumherum befindet sich ein Sportpark, also mit verschiedensten Freizeitaktivitätsmöglichkeiten, die einem geboten werden. Wobei natürlich das Highlight letztendlich das Kashima Soccer Stadium ist. Thank you.
の地へ地球まで決して残りない埃かぶらない誇りで照らし明かしていく照明弾不律の因律旋律の殲滅現実化さそしてグッとくる恐怖のカメラを泣いても見る